Hallo Dr. Reinhard Pichler, freut mich sehr, dass wir hier sind und über Narzissmus sprechen können. Wie geht's dir? Ja, hallo Marc, ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam was machen. Mir geht's gut. Ich bin gerade frisch vom Italienurlaub zurückgekommen und bin voller Tatendrang, nun zu starten. Sehr schön. Wo wart ihr oder wo warst du in In Italien? Süditalien, ganz unten, ich war im Meer sogar noch schwimmen jetzt, ja. Und Wow. das Anfang November, ja. Sehr schön. Ja. Es ist War Jahre. überraschend warm, das Wasser, ja. Ja, es ist Jahre her, wo ich das letzte Mal im Urlaub war, aber es wird langsam Zeit. Also wenn ich auch Urlaubsgeschichten höre, dann denke ich mir immer, eigentlich eine sehr schöne Sache. Gehört auch manchmal dazu, um irgendwie Kraft zu tanken. Und wie du sagst, danach ist man gestärkt, die Batterien sind wieder voll und es kann weitergehen. Vor allem Anfang November, herrlicher Sandstrand, keine Leute und trotzdem ist das Wasser warm. Oha. Das ist natürlich gut, wenn das nicht komplett überflutet ist und man hat, jede Person hat nur so 2 Quadratmeter, wo man sich da irgendwie reinquetschen kann, sondern man hat, kann auch wirklich den Frieden genießen. Ja, Reinhard, die Gespräche mit dir finde ich immer besonders interessant, denn zum einen, du kennst dich sehr gut aus, zum anderen, du hast auch Lebenserfahrung, du warst Leiter eines Krankenhauses, du weißt, was dazu gehört, also zum einen Disziplin, harte Arbeit, was ich persönlich auch einfach respektiere. Du hast auch deine persönlichen Erfolge errungen, was ja, das heißt, das zeigt einfach nur, du hast so gesehen den Kampf des Lebens, nenne ich das gerne. Ist vielleicht ein bisschen theatralisch, aber du hast ihn angenommen und das gehört einfach dazu, um ja eine gewisse innere Ruhe zu finden. Man muss ja auch im Endeffekt seinen eigenen Stolz erarbeiten und getrennt davon, wir gehen auch sehr in die Tiefe, was die bestimmten Sachen angeht. Und das finde ich auch sehr wichtig, einfach nur für die Zuschauer, dass man, und das finde ich allgemein gut bei dem Austausch, wenn ich nicht alleine rede, man kann viel mehr spezifisch in die Tiefe gehen und da hat man als Zuschauer auch einfach mehr davon. Wir werden heute sprechen über das Thema, welchen Effekt hat narzisstischer Missbrauch auf die eigene Psyche? Wie verändert sich das Denken dabei? Wie verändert sich das eigene Verhalten dabei? Einmal im Großen und Ganzen, Reinhard, wie verändert man sich selbst mit der Zeit, wenn man es mit einem extremen Narzissten zu tun hat? Du gibst dich selber auf. Du hast selber keine eigene Meinung mehr. Du musst, damit du überleben kannst, in einer so narzisstisch-toxischen Beziehung, musst du ja People-Pleaser werden. Musst du ja diesen Narzissten ständig Dinge geben, weil sonst ist es nicht lebbar, das Miteinander. Sonst ist es nur Katastrophe, sonst ist es nur schlechte Stimmung, sonst ist es nur dauernd Abwertung und innere Druck. Macherei. Und damit du das überlebst, musst du zustimmen. Und wenn du ständig zustimmst, damit du überlebst, damit du halbwegs einen Frieden hast, damit eine halbwegs gute Stimmung ist, was ist dann das Ergebnis? Es ist nachher anders, als wie du es haben möchtest. Damit du aber leben kannst, brauchst du für dich intrapsychisch eine innere Haltung, dass es irgendwie ohnehin ja so okay ist, auch wenn es nicht okay ist. Und wenn das über Wochen, Monate, Jahre geht, Jahrzehnte geht, du bist ein völlig anderer Mensch, als du vorher warst. Du warst vorher ein fröhlicher Mensch, der Ideen gehabt hat, der einfach spontan war. Du bist nachher jemand, der sehr überlegt, sehr vorsichtig, sehr ängstlich, sehr zurückhaltend, sehr kleinkariert, sehr genau abwägend, was noch erträglich ist, irgendwie noch vermittelt. Und wenn man sagt, hey, sei doch mal spontan, lass es doch mal krachen und lass doch mal 5 Grad sein, das ist abgewöhnt worden. Das Verhalten hat sich bei diesem nicht-narzisstischen Menschen geändert und er ist co-abhängig geworden. Sehr große, sehr gute Zusammenfassung. Man geht irgendwie einen Kompromiss ein, damit es halbwegs eine halbwegs irgendwie eine Harmonie hat. Man gibt sich selbst auf. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Frage bekomme ich manchmal, wie kann ich mit Narzissten umgehen, damit ich den Kontakt nicht abbrechen muss, aber damit es trotzdem gut läuft? Geht das überhaupt? Gibt es ein solches Vorgehen, dass man sich nicht selbst aufgibt? Ich hatte einen Trick, und zwar, wenn jemand aus der Landwirtschaft kommt und noch mit Kühen und Stieren vertraut ist, also ein Stier hat ca. 1200 Kilo und ist wirklich brandgefährlich. Ja? Eine Kuh hat so 800, 900 Kilo, und ist nicht so gefährlich, weil sie nicht so
so aggressiv ist von sich aus. Aber ein Stier ist wirklich brandgefährlich. Und deshalb gibt es auch viele Verletzte, viele tote Bauern, weil sie, ich habe einen selbst erlebt, weil er den einfach das Horn in den Bauch gerammt bekommen hat, weil es ein freundschaftlicher Knuff war von dem Stier, den er gut gekannt hat. Die haben eine Beziehung gehabt, die zwei. Aber ein freundschaftlicher Knuff hat gereicht für einen Bauchstich und es verblutet noch vor Ort. Also Ein nur Knopf, was eine ist kurze das? Vorbemerkung. Was ich aber damit sagen will, ist, jeder Stier hat einen Nasenring. Und das ist die empfindlichste Stelle vom Stier, dass er eben sich führen lässt. Der Bauer, der eben mit Stieren umgehen kann, kann einen Stier am Nasenring genau dorthin führen, wo er will. Er muss aber immer die Hörner im Auge behalten, und muss trotzdem darauf Acht geben, wenn er zu fest zieht, dann tut es dem Stier weh und dann kann er aggressiv werden. Und wenn er zu langsam zieht, spürt er es nicht. Also es muss wirklich genau der richtige Mix sein aus: Ich bin der Chef hier, ich habe keine Angst vor 1200 Kilo mit zwei sehr, sehr, sehr spitzen und sehr harten Hörnern, und ich ziehe dich dorthin, wo ich will. Und ich passe genau auf. Und jetzt, da kommen wir zurück zum Narzissmus. Kurzer Sidestep. Wenn ich als nicht-narzisstischer Partner in der Position des Bauern bin und in der Lage bin, den narzisstischen Menschen, der im Bild der Stier ist, so führen zu können, wie ich es will, da brauche ich kein Narzisst sein, da brauche ich nicht ein besserer Narzisst sein als der Narzisst selber, ja? Dann kann ich von diesem Narzissten alles haben, weil ich ihn sehr, sehr gut führen kann. Aber ich muss immer aufpassen, total aufpassen, weil sonst habe ich das Horn im Bauch. Wie Und gehe ich da vor? Wie führe ich nenne das mal den narzisstischen Stier, wie führe ich den, damit ich nicht abgestochen werde ein und dass gutes ich. Bild, narzisstischer Stier, genau. Ja, Genau. tatsächlich, weil es kann ja wirklich sehr gefährlich werden, wenn man einmal falsch sich verhält oder irgendwas Falsches passiert, da kommt diese Wut heraus und man steht auf einmal da. Was passiert gerade? Das heißt, Reinhard, wie führe ich diesen narzisstischen Stier an? Zwei Dinge würde ich empfehlen. Das eine ist, wenn ich merke, der narzisstische Stier wird unwillig und wird narzisstisch gekränkt, wird aggressiv, wird größten selbst aufgeplustert. Was mache ich dann? Ich muss ihn wieder beruhigen. Es hat keinen Sinn, stärker zu sein als der narzisstische Stier. Hat überhaupt keinen Sinn, weil der ist stärker als ich, ja. Er weiß es nur oft nicht. Und er ist abhängig von mir, weil ich gebe ihm Futter, im wahrsten Sinne des Wortes, ich gebe meinem narzisstischen Stier Futter. In der Beziehung ist es ständig so, der narzisstische Stier ist total abhängig. Der kann sich selber nichts kochen, der kann selber eigentlich gar nicht leben, ja. Der ist fast lebensunfähig. Und ich habe jetzt einige Paare, wo jetzt der Narzisst jetzt da allein ist, weil die Frau ausgezogen ist. Es ist sehr, sehr traurig. Der kriegt seine Sachen kaum auf die Reihe, ja. Der haust so irgendwie, ja. Umgekehrt bei Narzisstinnen, wenn die jetzt da allein sind, dann werden die sehr unruhig und werden die sehr gierig, dass sie wieder Leute zu sich reinholen, damit sie eben nicht diese Einsamkeit ertragen müssen. Weil Frauen sind noch ein Stück sozialer als Männer. Männer vergammeln dann im wahrsten Sinn des Wortes holen sich schon hin und wieder eher sexuelle Kontakte, die aber dann nicht weitergeführt werden, weil sie sowieso beziehungsunfähig sind. Narzisstinnen sind eher beziehungsfähig noch bis zu einem gewissen Grad und holen sich eher Kontakte noch rein, die aber dann meistens auch wieder scheitern, aber erst viel später. Also das ist der eine Punkt, ja. Wenn ich den narzisstischen Stier ärgere, warum auch immer, und das kann sehr überraschend sein, dass ich ihn ärgere, wo ich gar nicht weiß, warum ich den ärgere, dann bremsen. Also unbedingt bremsen, beruhigen und People Pleaser sein und ihn narzisstisch anfüttern. Also wie beruhige ich einen Stier, indem er ein Leckerli kriegt, ja, und dann wieder zufrieden ist. So, das ist die eine Variante. Eine andere Variante, wie ich einen narzisstischen Stier führen kann, ist, indem ich genau zur rechten Zeit ihm das gebe, was er möchte. Dann schnurrt das Kätzchen, dann brummt der Stier, kann man sagen, und dann kriege ich alles, was ich will. Das ist eben wirklich ihm perfekt an der Nase herumführen, dass er glaubt, er wird jetzt zum Futter geführt. Ich führe ihn gar nicht zum Futter, aber er glaubt. Ich lasse ihn glauben, dass er alles kriegt von mir, was er
was er will. Das sind dann eher die dümmeren Narzissten, die es sehr häufig auch gibt. Hauptsache, sie werden serviciert. Hauptsache, sie werden in den Bereichen gehätschelt, was sie wollen. Also sprich, wenn der Narzisst jeden Tag Sex kriegt, ist er zufrieden und dann kann man mit ihm tagsüber was anfangen. Wenn er es nicht kriegt, ist er den ganzen Tag missmutig, weil er es nicht kriegt. Also es ist ein bisschen platt, aber es hat schon auch eine Wahrheit drinnen. Oder wenn der Narzisst jeden Tag um 12 Uhr sein Mittagessen haben will, dann wäre ich nicht zu so dumm sein und ihm kein Mittagessen hinstellen oder erst 10 nach 12, sondern der hat jeden Tag um 12 sein Mittagessen. Genau das, was er will. Jeden Tag Schweinsbraten. Super ungesund, aber er ist zufrieden. Kann man sagen, dass je narzisstischer jemand ist, der Stier umso bockiger ist und umso unvorhersehbarer wird. Und wenn man tief in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung drin ist, dann ist der Stier so, dann hat der Stier Tollwut. Dann kann man den Stier schon fast gar nicht führen. Oder vielleicht gibt es da tatsächlich Punkte, wo man den Stier führen kann. Oder wenn man tief in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung drin ist, dann kann man den Stier nur führen, wenn man sich selbst aufgibt. Das sind immer so gute Fragen. Also ich würde es differenzieren. Der verdeckte Narzisst, der tarnt sich als Kuh, ist aber Stier. Der aggressive, größenwahnsinnige, pathologische, psychopathische Narzisst, der ist so, wie du ihn beschreibst. Da muss man wirklich auf der Hut sein, aber der ist einfach gefährlich. Ja? Also der fährt mit, wenn er schlecht aufgelegt ist, mit 250 durchs Ortsgebiet und gefährdet sich, gefährdet die Insassen im Auto, gefährdet Umstehende, die auf der Straße sich gerade befinden. Dem ist alles egal in dem Moment. Ja? Aber das ist schon ein bisschen mehr als Narzissmus. Das geht dann schon ins Psychopathische rein, ins Autoaggressive, ins Borderlineige. Da muss man dann schauen, was der noch alles für Störungen hat. Ja? Gibt auch welche, die haben dann manische Züge und eher der autistische Typ, also nicht der verdeckte, sondern eher der autistische, den kannst du mit nichts locken, da kannst du probieren, was du willst. Wenn der jetzt da auf seiner Schiene ist, dann ist er auf seiner Schiene und dann will er genau das. Und das weiß man dann eh schon als jemand, der mit dem zusammenlebt oder als Partner oder wie auch immer, und dann muss man ihm das geben, dann ist er wieder zufrieden, ja. Wenn er auf diese Weide will, will er auf diese Weide. Ja? Wenn er dieses fressen will, will er dieses fressen. Dann kannst, also wenn er jetzt das im Kopf hat, ich will jetzt mich, ich will jetzt segeln gehen nach Kroatien, dann muss man ihm das lassen. Ja? Und entweder ich fahre mit oder ich habe eine Krise. Ja? Und wenn er jetzt mit mir ein Gespräch führen will, um mich fertig zu machen, dann muss ich das über mich ergehen lassen, weil da ist dann Widerstand zwecklos. Aber das sind dann diese speziell autistischen narzisstischen Typen, die so sind, ja. Wir wissen ja beide, es gibt ganz unterschiedliche Arten. Es gibt auch welche, die nicht so schwere Narzissten sind, mit denen kannst du dann leichter. Das ist dann ein Leichtgewichtsstier. Aber alle haben einen Nasenring und alle muss ich da vorsichtig führen. Nur weiß ich schon als Bauer, ich habe 5 Stiere und jeden muss ich anders führen. Gibt es einen Punkt, wo man von der Länge der Beziehung her, wo du sagen würdest, okay, wenn man jetzt schon 30 Jahre, 40 Jahre verheiratet ist und da merkt, ich verliere mich komplett, das ist natürlich ein schwieriger Punkt. Soll man sich dann trennen und weitergehen oder soll man vielleicht lernen, okay, wie kann ich jetzt diese Punkte herauskristallisiert betrachten, wie ich den Stier führen kann und gleichzeitig wieder zu mir selbst finden kann, dass es da gar nicht unbedingt das Beste ist, alles stehen und liegen lassen, einfach alles stehen und liegen zu lassen und zu gehen. Natürlich da auch abwiegen, wie schlimm ist es gerade, wie sehr ist gerade der Missbrauch. Oder vielleicht schaffst du es, diese bestimmten Punkte zu finden. Zum Beispiel ein Punkt ist ja wirklich einfach eine gewisse Anerkennung zu geben. Und wenn diese da ist, dann wird viel besser werden. Und meine persönliche, wie soll ich sagen, Theorie oder Erkenntnis ist, dass genau Narzissten und Menschen, sagen wir jetzt co-abhängig oder die sehr sympathisch reingehen, wie auch immer, finden dann zusammen. Und da ist dann das Ironische, Narzissten machen die koabhängige Person koabhängiger und oder empathischer, wie auch immer, und die andere Person macht
verstärkt den Narzissmus im Narzissten. Das heißt, in manchen Fällen, sagen wir mal, wenn man Glück hat, dann hat man die Tendenz zum Narzissmus, aber in der Beziehungskonstellation her wird es gar nicht so ausgelöst. Aber in einer anderen Beziehung wird dieses Narzisstische extrem herausgesaugt, wo man dann gelernt hat in der Kindheit, ich sage einfach ja, ja und Amen, aber ich meine es eigentlich gar nicht. Und das, ich meine es gar nicht, kommt natürlich auch in den Handlungen heraus. Und das spürt der Narzisst dann auch. Das heißt, er bekommt kurzfristig die Bestätigung der Anerkennung, aber langfristig fehlt ihm das dann natürlich. Das heißt, dass man tatsächlich eine gewisse Anerkennung auch da gibt, wo Anerkennung auch gegeben werden kann, denn man rutscht schnell in dieses komplette Verteufeln herein und da muss man dann natürlich abwägen. Das heißt, Reinhard, im Endeffekt das, was ich fragen möchte, wie kann ich abwägen, was das Beste für mich ist in dieser Situation? Soll ich jetzt einfach gehen oder soll ich tatsächlich schauen, wie kann ich den narzisstischen Stier an dem Nasenring führen? Eine Person, die 30 Jahre mit jemandem zusammen ist, die wird sich nicht so leicht trennen. Und ich habe erst gestern in der Therapie eine Person gehabt, die hat gesagt, ich leide entsetzlich unter diesen Menschen, entsetzlich. Und sie hat mir Dinge erzählt, das war unglaublich, was die mitgemacht hat. Aber ich will ihn nicht lassen, weil ich liebe ihn und allein könnte ich auch nicht leben. Und ich habe selber auch so viele Störungen. Wir ergänzen uns ganz gut mit unseren Störungen. Hat sie selber von sich gesagt, diese Frau war großartig, ja. Und ich habe gesagt, ja, ihr habt euch 30 Jahre nichts geschenkt, ja, und ihr werdet euch die nächsten 30 Jahre auch nichts schenken. Also es gibt keinen Grund zu gehen, oder? Sagt sie, nein, eh nicht. Ich möchte auch nicht gehen. Ich will nur irgendwie da überleben in diesem Wahnsinn, ja. Und dann haben wir einfach halt gesprochen, ja, sie möchte nicht gehen, sie weiß, es ist ein Wahnsinn, ja, und wie wird denn dieser Wahnsinn besser? Und da sind wir drauf gekommen, es liegt ganz viel an ihrer inneren Einstellung. Sie kennt den in- und auswendig, den Mann, sie weiß ganz genau, wann er wie drauf ist, ja, wann was geht, wann was nicht geht, was sie mit welchen Reaktionen bei ihm wie auslöst, ja, bis hin zu Selbstmordversuchen, bis hin zu Mordversuchen, ja, beides ist schon passiert bei denen, Katastrophe, ja. Aber das ist trotzdem alles im Rahmen bei denen, so verrückt es klingt, ja. Also man kann dann das eh nur mit ein Stück Humor nehmen, weil die zwei wollen das so. Und jemand anderer sagt, um Gottes Willen, keine 10 Sekunden bleibe ich da, ja. Doch, die wollen seit 30 Jahren das gerne so spielen, beide. Und die brauchen einander und die ergänzen einander und die haben auch das Gefühl, das passt schon so. Und jetzt ist die mit der Frage zu mir gekommen, wie kann ich denn in diesem Wahnsinn überleben? Und meine Antwort war dann, Sie sind der Vollprofi in diesem Wahnsinn, ja. Ich kann Ihnen da nichts Besseres sagen, als wie Hut ab, gratuliere. Sie überleben als Schiffbrüchiger seit Jahren auf einer Insel, ja. Also super. Also was soll ich dazu sagen? Großartig. Wollen Sie weiterhin auf der Insel bleiben? Ja. Also, ja, gut, dann kann ich Ihnen noch ein paar Tipps geben, wie Sie sich auf der Insel noch ein bisschen gemütlicher einrichten. Aber Insel bleibt Insel und Schiffbrüchig bleibt Schiffbrüchig. Das muss man auch so zur Kenntnis nehmen. Das weiß sie auch, ja. Und das nimmt sie auch so zur Kenntnis. Und erst wenn sie sagt, so, Herr Bichler, jetzt will ich weg von der Insel, es reicht jetzt, können Sie mir ein Boot zur Verfügung stellen, ich will hier raus, dann kann man sagen, okay, dann kann ich Ihnen gerne, aber bevor Sie einfach nur von der Insel wegsegeln, ja, ohne zu wissen, wohin, bereiten wir uns doch mal vor, was kommt denn danach? Und dann sagen mir einige, ja, eigentlich, wenn ich mir das überlege, puh, das traue ich mir gar nicht zu. Also ich bin jetzt dann nach 30 Jahren auch so co-abhängig und so irgendwie eingeschworen mit diesen Menschen, was mache ich denn alleine, ja? Ich kann mir es finanziell nicht leisten, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist auch mein Sport, mein täglicher Sport, mit den Menschen zu fighten, ja, wenn man das Zeug hält, ja. Das will ich eigentlich, das macht mich lebendig. Also die wollen gar nicht anders, ja. Aber sie wollen ein bisschen mehr Ruhe. Sie merken, sie sind beide schon erschöpft. Sie wollen nicht mehr so viel Energie verwenden. Und da sage ich dann immer, ihr verwendet die Energie, die ihr verwendet, weil ihr habt auch Lust auf diesen Fight. Das ist euer Morgensport. Und wenn ihr nicht mehr Lust auf den Morgensport habt, was macht ihr dann denn stattdessen? Ist euch da nicht fad?
Ja, eigentlich schon. Na gut, was können Sie denn stattdessen machen, als wir euch gegenseitig zu bekämpfen? Ja? Gibt es was Konstruktives auch noch? Naja, keine Ahnung. Ja, wir könnten ja gemeinsam spazieren gehen oder wir könnten ja was Gemeinsames machen. Ja, aber wenn wir spazieren gehen, fangen wir sowas wieder an zu feiten. Ja? Wenn wir einkaufen gehen, streiten wir, ob wir jetzt die Marke A oder die Marke B nehmen. Ja, und so weiter. Also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und ich will keine Menschen verändern. Ich will ihm nur aufzeigen, dass er das, was er die letzten Jahre bekommen hat, auch die nächsten Jahre weiterbekommen wird, wenn es so weitergeht. Und wenn er was ändern will, heißt das, dass auch er sich ändern muss. Weil es redet ihm dann niemand mehr rein, ob er dann die Marke A oder B kauft, ja. Aber dann wird auch sein Leben halt ein bisschen anders. Und das ist die Frage, ob er das will. Wo ist der Punkt gekommen? Wo kann man unterscheiden, wenn man jetzt gerade überlegt, okay, ich bin jetzt vielleicht 5 Jahre mit einer narzisstischen Person zusammen und ich merke gerade, jetzt kommt auch dieser unglaubliche Umschwung. Es geht unglaublich ins Toxische rein. All die Stärken, die zuvor hervorgehoben wurden von der Person, diese werden jetzt runtergedrückt und was diese Sachen angeht, werde ich jetzt kleingeredet. All diese Emotionen, wo ich am Anfang verspürt habe, dass ich genauso akzeptiert werde, so wie ich bin, jetzt bekomme ich das Gefühl, es ist genau schlecht, so wie ich bin. Soll ich jetzt bleiben? Oder soll ich gehen? Ich bin mir komplett unsicher. Ich weiß nicht genau, wie es weitergehen soll. Wie kann ich für mich Klarheit finden, ob ich da weitermachen soll oder ob ich gehen soll? Das ist natürlich dann auch damit verbunden, an mir selbst zu arbeiten. Was ist Co-Abhängigkeit? Wie passiert das nicht nochmal? Wie gehe ich da vor? Verliebtheit passiert in Sekunden, der Rausch der Liebe dauert einige Tage und den Rest des Lebens hält man die Ernüchterung aus. Ja? So ungefähr. Also kann ich jetzt, wenn ich ernüchtert bin, nach einigen Monaten oder einigen Jahren dann, aber relativ frisch noch, kann ich dann für mich sagen, ja, es ist jetzt die Verliebtheit gewichen, ich habe die Brille der Verliebtheit abgenommen, ich sehe jetzt diesen Menschen so, wie er oder sie ist. Und ich bin trotzdem bereit, mit diesen Menschen weiterzugehen. Ich möchte so weitergehen. Oder sage ich, Gott sei Dank bin ich jetzt aufgewacht, nichts wie weg hier. Das ist ja ein Gruselkabinett, ja, und das ist ja ein Gefängnis, nichts wie raus. Gut, dass ich es jetzt erkenne. Ich brauche Hilfe, dass ich rauskomme. Ja, hole ich mir und ich bin raus, so ein Glück. Mit meinem Kind oder mit meinem Hab und Gut. Hauptsache, ich bin raus. Oder ich muss sogar was zurücklassen, aber ich muss hier raus. Und das ist, glaube ich, diese Grundhaltung, die man zuerst mal klären muss, ja. Halte ich den Menschen eh noch aus und bin ich eigentlich anstehend schon gewohnt, auch nach 3, 4 Wochen. Und es ist schon ernüchternd, schade, aber ich finde keinen besseren und ich bin trotzdem zufrieden. Er hat trotzdem liebenswerte Seiten oder sie. Und deshalb bleibe ich auch bei ihr oder bei ihm. Dann bleiben sie. Und sie werden dann Schritt für Schritt auch die Dinge mit ihm gemeinsam versuchen zu adaptieren. Mit diesen narzisstischen Menschen, er wird stur sein, er wird knallhart seine Sachen durchziehen, es wird einen Tauziehen werden, steigen Sie nicht in den Machtkampf ein, es bringt nichts, aber lernen Sie, ihn am Nasenring zu führen. Dann kommen Sie dorthin, wo Sie wollen und sind, mit einer zwar ungleichen Beziehung, aber doch so, dass Sie ganz gut leben können. Wenn Sie sagen, nein, will ich überhaupt nicht, dann lassen Sie den Stier mit Nasenring stehen. Es ist nicht mehr Ihr Stier, ist uninteressant. Ja, ich bin gerade am Überlegen, das ist natürlich, und das hast du ja auch nie impliziert, aber ich will das einfach nur, das so bei mir in den Kopf reingekommen, das ist natürlich schwierig, wenn man es mit einem Narzissten zu tun hatte und man ist komplett verwirrt. Die innere Persönlichkeit ist absolut zerrissen, wenn wir jetzt vom Extremfall ausgehen. Man ist komplett zerrissen innerlich. Wer bin ich? Was ist überhaupt die Realität? Das heißt, dann diesen Pfad zu sich selbst zu finden, um dann überhaupt wieder das Steuer zu nehmen, um den Nasenring zu packen und den narzisstischen Stier zu locken. Entschuldigung, das an sich wird ja auch eine Arbeit sein, aber das heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist. Du sagst es ganz richtig, Marc. Du bist ja Gehirn gewaschen, ja, durch einige Monate oder Jahre der Beziehung, ja. Und da reichen schon einige Monate, dass du schon von deinem Denken stark verändert bist. Noch nicht tiefgreifendst verändert, aber schon ziemlich angepasst. Weil sonst wäre schon nach wenigen Wochen eine Beziehung nicht mehr möglich. Und was brauchst du, damit du sagst,
ich wache jetzt wieder auf, ich will jetzt wieder ein normales Leben leben, ich will wieder so sein, wie ich früher war. Ich will mich wieder zurückhaben, wie ich eigentlich war. Mich hat dieser Mensch zu sehr verändert. Es war zu toxisch. Ja, dann brauchen Sie als erstes Abstand, liebe Zuhörerinnen, ja, und Zuseher. Also das, ohne Abstand geht's nicht, weil Sie sind ständig in diesem in dieser Gehirnwäsche drinnen, ständig in diesem manipulativen Grundsumpf drinnen. Und erst wenn Sie aussteigen ein Stück und andere Gedanken denken können, nicht mit Ihren Freundinnen oder Freunden, weil die sagen Ihnen immer dasselbe und das nehmen Sie dann nicht ernst, weil die einen sagen, lass ihn doch, alles gut, und die anderen sagen, du spinnst, warum bist du immer noch bei dem Typen? Ja? Das hilft Ihnen nichts. Sie brauchen quasi mal einen freien Kopf, mal mit jemand anderem, mit einem außenstehenden Fachmann, Fachfrau, die nicht da jetzt irgendwelche Interessen hat, die sie nicht persönlich kennt, die sie ganz nüchtern auch mal von dem, wie sie wahrgenommen werden, eben beurteilen kann. Ja? Und da ist oft so, wenn da Menschen zu mir kommen, die narzisstisch komplett ausgelaugt wurden, komplett kaputt gemacht wurden, ja, die abgearbeitet zu mir kommen, ja, dann gebe ich denen meistens die Rückmeldung, haben Sie sich schon ein Foto vor, keine Ahnung, 5 oder 10 oder 20 Jahren angesehen? Wie lachen Sie da drauf und wie schauen Sie jetzt, wenn Sie sich in den Spiegel schauen? Ist es so, wie es für Sie okay ist oder nicht? Ja? Ist es nur die Überarbeitung und die Erschöpfung im Job oder ist das auch eine Folge von den abgearbeiteten, brutalen Beziehungskämpfen, die Sie jetzt täglich fast haben? Und wollen Sie das so weitermachen oder nicht? Und wenn mir jemand sagt, ja, ich will es so weitermachen, aber was kann ich denn tun, damit ich siegreich bin? Und dann sage ich ja, Sie müssen besser sein als der Narzisst. Und Sie dürfen sich nicht mehr manipulieren lassen. Wenn Ihnen das gelingt, ist okay. Ja, das finde ich ist so ein wichtiger Punkt, besser zu sein als der Narzisst, sich nicht auf dieses Level herabzusenken. Und man kann auch wirklich extrem in die richtige Richtung vom Co-Abhängigen gehen. Und ich merke einfach nur, ich werde mir jetzt hier wahrscheinlich keine Freunde machen, aber man merkt, es gibt einen unglaublichen Hass auf Narzissten. Es gibt aber auch andere Sachen. Und man kann extrem. Also ich spreche jetzt nicht davon, dass man vom Narzissten aufgegabelt wurde und extrem ausgenutzt wurde und missbraucht wurde. Andere Sache. Aber es gibt durchaus, was eben dann auch seltener ist, aber wenn man extrem in diese Co-Abhängigkeit reingeht, wo schon fast eigentlich verdeckt narzisstisch ist, das ist auch toxisch. Und da finde ich manchmal, das hört sich vielleicht seltsam an, aber man sollte Narzissten durchaus auch den Grundrespekt geben, den Menschen, die Menschen verdient haben. Das heißt nicht, dass man jetzt so mit ihnen umgeht, wie sie es erwarten, aber dass man zum Beispiel auch ehrlich mit ihnen ist. Und das ist ein Punkt, wo dann sich schon Probleme aufklären würden. Denn was ich mir denke, oftmals lebt man dann mit einer Person zusammen, mit dem extremen Narzissten, und man kann ihn überhaupt nicht leiden. Man denkt sich, bitte kipp einfach morgen um und ich bin befreit. Aber das ist ja eigentlich auch nicht fair. Ja, das ist Also. nicht fair. Dann muss ich bitte schon früher raus, wenn ich den hasse und man denke, wann stirbt der Typ endlich, dann ist die Frage, warum bin ich von dem so abhängig? Weil der so viel Kohle hat oder weil ich nicht aus dem Haus raus will oder weil ich sonst meine Kinder nicht mehr sehe oder nicht mehr ausreichend sehe. Und ich habe vielleicht berechtigterweise Angst, dass ich vor Gericht verliere und die Kinder nicht ausreichend bekomme, weil der sich perfekt vor Gericht darstellt. Und das ist dann auch eine ernstzunehmende Ja. eben Angst, wo ich auch sagen muss, das zahlt sich nicht aus. Gegen den Narzissten werde ich bei Gericht nicht gewinnen, weil der läuft dort zur Hochform auf. Und ja, mag unbedingt, jeder Mensch verdient Wertschätzung, jeder Mensch verdient Anerkennung. Aber ich muss trotzdem einen klaren Kopf behalten und sagen, das Verhalten ist einfach nicht in Ordnung. Ja, ja. Wenn ich sage, dieses Verhalten möchte ich nicht, und der sagt, du kriegst mich nur so und vergiss mich, es wird so bleiben, dieses Verhalten, dann kann ich mir überlegen, unter welchen Bedingungen bin ich in der Lage, dieses Verhalten zu ertragen, oder nicht. Aber Narzissten sind extrem stur. Narzissten lügen ja, die drehen sich die Wahrheit um. Und wenn ich den jetzt besonders lieb habe und besonders narzisstisch anfüttere und besonders ihn servisiere, dann ist er auch nett, weil dann gibt es ja auch nichts zu kritisieren, weil er alles bekommt. Er wird aber immer noch gieriger und immer noch
anspruchsvoller. Das heißt, das wird nicht mal besser. Die Hoffnung ist trügerisch, wenn ich mir denke, wenn ich heute zu ihm nett bin, ist er morgen zu mir auch nett. Nein, wenn er morgen egoistisch schlecht drauf ist, weil er was anderes im Kopf hat, ist er nicht nett zu mir. Dann muss ich wieder aufgeben und wieder sagen, ich muss ihn wieder narzisstisch anfüttern, damit er wieder nett ist zu mir. Ich werde das einmal umformulieren, was ich gesagt habe, weil was du gerade gesagt hast, stimmt. Also wenn man so gesehen auf sie zugeht, dann ist das der neue Standard. Es wird mehr und mehr gefordert. Das heißt, wenn man erstmal ihnen einen Gefallen tut, dann ist das irgendwann kein Gefallen mehr. Das ist normal. Das wird erwartet. Und es kommt eine unglaubliche Undankbarkeit. Und gleichzeitig wird einem vorgeworfen, unglaublich undankbar zu sein. Und es ist komplett verdreht. Was ich im Endeffekt meine mit dem Respekt ist, das im Endeffekt, was ich meine, ist ehrlich zu sein. Und wenn man dann ehrlich ist zu diesen Menschen, dann wird man sowieso getrennte Wege gehen. Ja. Das heißt, wenn man so gesehen ihn, vielleicht ist Respekt das falsche Wort, ich weiß es nicht. Aber wenn man so gesehen einfach nur ehrlich ist zu ihnen, dann wird man getrennte Wege gehen, weil das wollen sie ja nicht hören. Und Das ist so doppelt. Ich bringe dir mal ein Beispiel, mal weg von Paarbeziehungen. Ja? Ich war jetzt gerade in Italien und war dort in einem Hotel. Und dort war eine klassische Matrona, also eine italienische Mama, die war die Chefin des Hauses und hat gekocht, hat persönlich eben serviert und so weiter. Ja? Und das war unglaublich. Die hat bestimmt, was du essen und trinken darfst in diesem Hotel. Also du hast nicht das bekommen, was du eigentlich bestellen wolltest, sondern die hat dir zugeteilt, was in ihrer Güte und in ihrer Erkenntnis jetzt da passend ist. Ja? Und ich bin dann zugegangen und habe gesagt, das ist schön, wenn sie mir was zuteilen, aber ich möchte das nicht. Ich möchte sie bitten um ein Rotwein und keinen Weißwein. Ich möchte bitten um ein Mineral Korngas und nicht Sensorgas und so weiter. Ja, also ich habe einfach ein paar Dinge, ein paar Wünsche sehr deutlich, aber wertschätzend und höflich geäußert. Und ich habe gesagt, wir kommen dann um 19:30 zum Abendessen. Ja, nur damit sie wissen und damit sie schon vorbereiten können. Und das hätte ich gerne. Sie ist und ich weiß, wir sind jetzt in Süditalien, aber ich hätte einfach die Bitte, dass das für unsere österreichische Kultur wäre das passend und würde ich herzlichst bitten drum. Ich bestelle das und ich bezahle es auch, ja. Wir sind dann um 19:45 einfach dort gewesen, weil wir schon Hunger gehabt haben, ja. Und wir haben nichts, aber nichts von dem, was ich gebeten habe, bekommen. Nicht einmal nichts. Ja. Also fast das Gegenteil. Und diese Narzisstin, diese Matrona, die eben absolut alles beherrscht, hat das nicht nur nicht kapiert, dass das für mich ein Affront ist und dass ich mich nicht wohlfühle, sondern sie war enttäuscht, dass ich jetzt nicht zufrieden bin. Und jetzt habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich füge mich und esse Dinge, die mir nicht schmecken und trinke Dinge, die ich nicht bestellt habe, ja, oder ich verlasse das Lokal und verlasse das Hotel. Es funktioniert anders. Und jetzt gehen wir zurück auf Paarbeziehung. Wenn das so ähnlich ist in einer Paarbeziehung, habe ich jeden Tag das Problem, dass ich um was bitte, höflichst, respektvoll, liebevollst, und es funktioniert nicht. Jetzt kann ich sagen, ist okay, ich brauche keinen Rotwein, ich kann mich auch mit Weißwein anfreunden, ja, habe ich halt ein Histaminproblem, ist mir wurscht, ja, oder was auch immer, ja, ist egal. Aber es, also ich kann mich ja damit anfreunden. Oder ich sage, nein, ich muss mich damit nicht anfreunden, Gott sei Dank. Ich bin nicht in einem Gefängnis, wo ich dankbar sein muss, dass mir überhaupt etwas serviert wird, ja? Dass ich überhaupt ein Essen bekomme. Nein, muss ich nicht. Und so ja. Kann man das dann ausweiten auf jeden Bereich im Leben. Von der Zahnpastatube angefangen, über die Sexualität, über Gespräche, über Kinder, über Geld, über Beruf, über Autos, über alles, ja? Und wenn der Narzisst in der Lage ist, zu adaptieren, wenn er adaptionsfähig ist, wenn er veränderungsfähig ist, ja, dann gelingt es ja, dass ich dann eben meinen Rotwein bekomme und die Pasta, die ich bestellt habe, und nicht die Pasta, die mir vorgesetzt wird. Und wenn es aber nicht gelingt und mehrfach nicht gelingt und immer wieder nicht gelingt, habe ich eben die zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, ist okay, mir ist es egal, ich trinke ohnehin alles, ja, und ich esse auch alles, ich bin da nicht wählerisch, ich bin zufrieden, Hauptsache ich kann hier sein, Süditalien gefällt mir, Hauptsache ich kann
hier bleiben, ich möchte kein anderes Hotel, es gibt vielleicht auch gar kein anderes, ich bleibe hier, oder ich sage, danke, ich habe da drüben das nächste Hotel und dort bekomme ich, was ich will, ich reise sofort ab. Da würde ich auch sagen, weil ich bin gerade am Überlegen, dass Narzissten im Endeffekt, was mit Narzissmus einhergeht, ist, ich möchte, dass die andere Person leidet. Da würde ich dann auch Aber nicht tatsächlich. absichtlich vielleicht, nicht unbedingt Ja, ich absichtlich. weiß, aber im Endeffekt, worauf ich hinaus möchte, ist, dass das ist so gesehen, wenn der Narzissmus rauskommt, dann ist das der Effekt. Also nicht, dass Ja. sie das jetzt bewusst sagen, okay, ich will jetzt, dass du leidest, wie kann ich das machen? Wie kann ich das jetzt planen? Das wäre Sondern das ist sadistisch. impulsiv. Das gibt es auch, das gibt es auch, aber das sind dann die sadistischen, psychopathischen Genau, das ist Narzissten. nochmal ein bisschen was anderes. Dass aber, wenn es, man es mit einem Narzissten zu tun hat, man schauen kann, wenn der Narzissmus genug gestillt ist, dann werden sie nicht diese Kränkung haben und dann wird nicht der Drang da sein, einem Leid zuzufügen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber wenn zum Beispiel bei der Dame im Restaurant, wenn man sagt, wenn man das möchte, und das ist ja auch komplett charakterabhängig, wenn man sagt, okay, mir ist das egal, ich füge mich, und wenn sie dann immer die Anerkennung bekommt, sag mal, dein Essen ist das Beste. Das ist das beste Essen, was ich jemals gegessen habe. Die Kombination, die du mir gegeben hast, hätte man nicht besser machen können. Perfekt. Und dann ist alles schön und gut. Aber wenn man sich darauf einlässt und sich dann sagt, sie will mir immer sagen, was ich zu essen habe. Mann, das regt mich auf. Und sie fragt nach, ist das Essen gut? Man knirscht die Zähne, das Essen ist gut, ja. Okay. Aber ich Aber fange an zum Lügen, Marc. Ich fange an genau. zu lügen. Ich sage dann, Mama, grande, das Essen ist großartig, ja. Und dann lobe ich sie bis zum Anschlag. Sie wird narzisstisch noch mehr angefüttert. Und dann sage ich am Schluss, ich hätte als Dolce, als Nachtisch hätte ich gerne das, ja. Ich krieg wieder nicht das oder ich krieg das, weil sie narzisstisch mir gönnerhaft dann das gibt. Aber das ist ja kein Zustand. Warum muss ich dann hoffen, dass ich das, ich bin auch immer unsicher beim Nachtisch, ob ich mir das dann gönnen kann, was ich möchte. Ja, und das ist ja auch wirklich dann das Ding, wenn man das nicht, wenn man nicht so leben möchte, und dann spürt die Narzisstin das natürlich auch. Und dann wird sie das Gefühl bekommen, ah, du sagst zwar, du magst mein Essen, ich spüre aber, du magst es nicht, jetzt werde ich dich bestrafen, jetzt musst du leiden. Aber wenn man vom Charakter her, und das soll es ja auch geben, oder das gibt es ja auch, wenn man sagt, okay, ich bin froh, wenn mir jemand einfach sagt, was ich zu essen habe, weil dann muss ich weniger nachdenken. Perfekt. Aber da ist ja dann auch wirklich das Ausschlaggebende, beziehungsweise ist das überhaupt möglich, so wie du sagst, Reinhard, ist das Also, überhaupt möglich, dass man nicht immer weiter und weiter und weiter mehr reingezogen wird, bis zu einem Punkt, wo man sagt, ich kann gar nichts mehr selbst entscheiden. Erst ist es das Essen, am nächsten Tag ist es, was du anziehst. du triffst den Nagel auf den Kopf. Der Mann von dieser Matrona da in Süditalien, ja, ist wirklich ein Bär, ein riesiger Bär gewesen, aber ein Bär ohne Zähne, ja. Der ist sowas von nett und sowas von, der hat alles ihr gemacht, was sie angeschafft hat, die hat mit dem herumkommandiert, bring das und bring das, ja. Und er hat alles ganz, ganz wie ein lieber, guter Teddybär, ja. Kein Brummbär, ja, sondern ein Teddybär. Also dem hat man alle Zähne gezogen und dieser Mann ist gebrochen in seinem Willen, glaube ich. Ja. Der ist mit allen zufrieden. Der ist nur froh, wenn er Frieden hat mit seiner Frau. Was okay ist, ja. Aber noch einmal, die Grundfrage ist, möchte ich das? Ja? Wenn ich dafür von dieser Frau alles bekomme und wenn das Essen grundsätzlich gut ist und ich bin gewohnt, alles zu essen und mir schmeckt das mittlerweile auch, was mir diese Frau kocht, ist ja in Ordnung. Ja? Ich habe ja nichts dagegen. Aber ich glaube, dass dieser Mann, dieser bärige Mann, ist nicht immer so ein Teddybär gewesen. Und das ist verändert worden, ist die Frage, ob es gut ist. Die Frage ist, ob ich das so will. Da komme ich zur Frage zurück. Kann ich den narzisstischen Stier an den Nasenring führen, ohne selbst gebrochen zu werden? Also der Bauer weiß, ich komme wieder auf das Beispiel zurück, der Bauer weiß, dass er mit gefährlichen Tieren zu tun hat. Das darf er nie vergessen. Wenn der Bauer vergisst, dass das ein gefährliches Tier ist, dann ist er wirklich in Gefahr. Solange er das weiß, kann er eine Stierzucht betreiben mit 100 Stieren. Also könnte zum Beispiel der Teddybär in dem Beispiel, könnte er
zurück zu dem Grizzlybär werden, indem er die Kontrolle, indem er das Steuer wieder übernimmt und die Dame an dem Nasenring herbeiführt. Ist es in diesem Beispiel, wäre das möglich? Also ich glaube schon, das Zeug hätte dazu, nur er hat es momentan, übt es nicht oder macht es nicht, warum auch immer. Verstehe. Also Das heißt, es muss einem wirklich bewusst sein, es gibt diese Möglichkeit, den Stier zu führen. Und wenn ich das einmal erkenne und bestimmte Sachen mir raussuche, dann kann ich meine eigene Stärke wieder zurückbekommen. Aber wenn mir das nicht einmal klar bewusst ist, dann werde ich von allen Seiten gebrochen, weil es so konfus auch einfach ist, dass der und weil der Narzissmus. Narzisst der freie Bahn hat, der Stier kriegt überall freie Bahn, alle hüpfen weg, alle laufen davon. Aber wenn der Bauer sagt, komm her Stier, ich führe dich jetzt, ich traue mich, ich habe keine Angst vor dir, dann wird sich der Stier führen lassen. Das ist eine interessante Sache. Das ist ein ganz neuer Blickwinkel auf Punkt Narzissmus, was mir aber auch gefällt, weil es nicht so schwarz-weiß ist, weil es gibt Beziehungen, wo man nicht raus möchte, genau wie du beschreibst, Reinhard. Es gibt dann einfach Partner, wo sagen, ja, mein Partner ist unglaublich narzisstisch, aber ich will nicht raus. Es wird praktisch gesehen, realistisch gesehen, wird es nicht passieren. Und da hilft es nicht einfach zu sagen, nein, wir holen jetzt unsere Fackeln und Heugabeln und Teeren und Federn alle Narzisst und richten sie dann hin. Man muss da auch realistisch und praktisch dran gehen, dass man da sagen kann, ja, in diesem Szenario gibt es die Möglichkeit, den narzisstischen Stier zu führen. Im Optimalfall lässt man sich erst gar nicht auf solche Menschen ein. Im Optimalfall, wenn es geht, wenn keine Kinder da sind, wenn man jetzt nicht so sehr gebunden ist, weil die Beziehung schon so lange ist. Im Optimalfall gehen, Kindheit verarbeiten, zu sich selbst finden und weiter. Aber das Leben ist einfach nicht so schwarz und weiß. Deswegen gefällt mir das ehrlich gesagt sehr, sehr gut, dass du da noch wirklich einen differenzierten Blickwinkel mit in die Diskussion reinbringst. Ich habe noch ein Beispiel, also auch jetzt konkret eine Klientin, katastrophaler Narzisst. Sie hat sich scheiden lassen, weil es war nicht mehr machbar. Also absolut katastrophal. Der Mann hat die Kinder komplett an sich gezogen. Es war jahrelang Kontaktabbruch von den Kindern zu der Mutter, weil der Vater das verboten hat, ja, und die hat furchtbar gelitten, jahrelang. Und sie war aber so, dass sie grundsätzlich offen war für den Kontakt mit ihm, also mit diesem furchtbaren Narzissten weiterhin, auch wenn sie jetzt in Sicherheit war durch die Scheidung. Und natürlich Kontakt zu den Kindern, das wollte sie unbedingt, ja. Und ich habe sie dann ein Stück begleitet und wir haben dann einige Interventionen gesetzt, wie es gelingt, dass sie wieder einen guten, vertrauensvollen Kontakt zu den Kindern aufbaut. Das ist gelungen. Beide Kinder waren sehr froh, wieder mit der Mutter Kontakt zu haben, haben sie dann getroffen, sind mittlerweile alle erwachsen, ja. Und wie der Mann gemerkt hat, dass die Frau einen guten Kontakt zu den Kindern hat, war auch er bereit, wieder Kontakt mit ihr aufzunehmen und war sogar sehr dankbar, dass sie wieder in sein Leben kommt, war sehr offen und sehr zuvorkommend, also fast wieder ein gewisses Lovebombing, ja. Und sie war so offen und hat gesagt, sie ist bereit, wieder einzuziehen und sie ist bereit, wieder ihn zu heiraten. Daraufhin hat er gesagt, das wäre das Schönste, was er sich vorstellen könnte. Und er wird sich wirklich bemühen, dass es jetzt beim zweiten Anlauf besser geht. Also die Kinder sind draußen, ja, aber die zwei sind jetzt wieder, haben wieder geheiratet, sind wieder zusammengezogen. Und er ist total dankbar. Er ist jetzt da wie ein Stier, der froh ist, dass er geführt wird. Interessant. Und Und läuft es auch besser im Vergleich zu den Jahren ja. davor? Ja, sie hat es ja kapiert, was sie damals falsch gemacht hat, und sie hat jetzt da ein anderes Verhalten, das er aber akzeptiert, weil er sieht, die hat schon ihre Qualitäten, diese Frau. Das finde ich gut, dass man auch seine eigenen Qualitäten kennt. Und Narzissten brauchen ja diese Zufuhr. Und wenn man eine Möglichkeit findet, wenn es anders nicht geht, sage ich mal, wenn man eine Möglichkeit findet, diese Zufuhr zu geben, aber auch, ich sag mal, ganz blöd, eine Zufuhr zurückzubekommen. Das heißt, dass es ein Geben und Nehmen dann wird und man nicht verloren ist im Ganzen. Und ich glaube, das ist ein ganz ausschlaggebender Punkt, weil Narzissmus, wenn man sich da nicht auskennt, unglaublich verwirrend. Man ist verwirrt, was passiert hier eigentlich gerade? Es wird gelogen, es wird das gesagt, es wird das getan, Handlungen sind anders im Vergleich zu der Botschaft.
Aber es gibt ganz klare Punkte, wie man Narzissmus definieren kann. Und wenn man diese einmal gefunden hat, dann macht das Ganze auf einmal unglaublich viel Sinn, wie man das nicht nie erwartet hätte. Man ist komplett verwirrt, nichts macht Sinn und auf einmal. Also es ist natürlich ein Prozess, aber wenn man da bestimmte Punkte sich da einmal aneignet und anschaut, dann macht auf einmal das so unglaublich viel Sinn, was man nie erwartet hätte. Und das ist dann ausschlaggebend. Und da kann man dann auch genau diese Möglichkeit finden. Okay, der Stier hat überhaupt einen Nasenring. Es gibt überhaupt diese Möglichkeit, diese Zufuhr zu lokalisieren und dann auch sogar für mich zu benutzen. Reinhard, hast du zu dem Thema noch etwas hinzuzufügen, was dir etwas in den Fingerspitzen brennt? Mein Appell an all diejenigen, die sich unterdrückt fühlen von Narzissten und die schon merken, sie haben ihre Persönlichkeit verändert. Die gute Nachricht ist, sie können sich auch wieder weiter verändern. Sie sind jetzt da nicht in der Sackgasse, es ist nicht vorbei, es ist nicht aus. Aber sie müssen wissen, was sie wollen. Mag ich ohnehin so bleiben, dann ist es in Ordnung. Dann werde ich Wege finden, wie ich mich arrangieren kann mit diesen narzisstischen, toxischen Menschen. Ich werde lernen, das Gift zu vertragen. Und auch ganz gut zu überleben in dieser unangenehmen, für mich unfrei machenden, manipulativen Grundstimmung. Das ist eine. Oder ich sage, ich will meine Persönlichkeit wiederhaben, die ich früher hatte. Ich will wieder lebendig sein. Ich will wieder frei entscheiden. Ich will mich nicht mehr manipulieren lassen. Ich will nicht mehr einfach alles das abkriegen, was ich nicht abkriegen will. Ich möchte ein freier Mensch sein. Dann muss ich mir überlegen, kann ich daraus, aus dieser sehr eng verwobenen Verbindung, will ich daraus? So wie ich mir überlegen musste, will ich heute Abend noch das Hotel verlassen? Gibt es woanders ein Hotel? Tue ich mir das an, ein anderes Hotel zu suchen? Oder bleibe ich in dem Hotel und esse halt heute das, was mir vorgesetzt wird? Es war überhaupt nicht gut. Es war, die Nudeln waren überhaupt nicht al dente, die waren komplett zerkocht, ja, also wirklich letztklassig, ja. Aber tue ich mir das an, esse ich halt einmal Nudeln, die nicht al dente waren in Italien. Ist mir noch nie passiert, ja. Diesmal war tatsächlich passiert. Und Wein gab es auch keinen. Okay, gut. Ist halt so. Oder sage ich, nein, sicher nicht. Ja. Das lasse ich nicht zu. Ich stehe auf und gehe, ohne zu zahlen. Und ich habe ein Recht drauf. Das muss ich für mich ganz persönlich entscheiden. Was ist da meins? Und das muss dann auch durchziehen. Ich muss die Folgen durchziehen. Ja? Ich muss die Schreierei von dieser Matrone dann aushalten, wenn ich aufstehe und gehe. Und der Teddybär wird dann auf mich gehetzt werden von ihr. Genau, Oje. wahrscheinlich. Ja? Oder ich sage, ist mir egal, ich will da meinen Frieden haben, morgen bin ich eh weg. Ja? Und das Gleiche ist in der Beziehung. Ja? Wie will ich es für mich halten? Hole ich mir da Unterstützung? Und wenn ich mir Unterstützung hole, bitte. Wenn Sie zum Markt gehen, ja, dann wissen Sie, Sie kriegen ein sehr, sehr umfassendes Angebot, das sehr offen ist. Wenn Sie zu jemand gehen, der sich nicht gut auskennt, ja, ich habe jetzt letztens jemand gehabt, der hat gesagt, das war ein narzisstischer Psychotherapeut, der hat mich zur Sau gemacht, ja, also es war unglaublich, dass ich mir gedacht habe, ich bin der schlechteste Mensch auf der Erde und ich entschuldige mich, dass ich jetzt der Psychotherapie in Anspruch genommen habe. Kann Ihnen auch passieren, ja. Stimmt. Also man muss schon schauen, wo gehe ich hin und deshalb ist es natürlich gut, zu jemandem zu gehen, der Erfahrung hat und sich auskennt. Ja, das heißt, das war jetzt vor kurzem, als du im Urlaub warst, ist das Jetzt, passiert? vorige Woche. Ach, krass. Okay. Ja, das war ganz frisch. Das habe ich noch nie gehört, dass einem gesagt wird, du wirst das essen. Das ist ja unerhört eigentlich, wenn man etwas bestellt. Nein, es war unglaublich. Wir waren 3 Tage dort, ja, und am ersten Tag habe ich schon gemerkt, okay, das ist very strange, ja, also ganz Ja. besonders, ganz außergewöhnlich. Und damit habe ich schon vorgebaut und habe schon versucht, am zweiten Tag das dann vorab zu klären, damit sie sich darauf einstellen kann, damit sie nicht in Stress kommt, damit ich halbwegs meine Dinge auch bekommen kann, ja. Es war nämlich völlig absurd. Sie war nicht bereit, uns vor dem also erst nach dem Primo Piatti, also erst nach der Vorspeise, hat sie uns was zu trinken gegeben, auch Wasser. Sie wollte uns kein Wasser vorher geben. Ja? Und jetzt habe ich schon überlegt, so krank, dass es mir wird schon so Gehirn gewaschen, dann überlegt man, soll ich selber ein Wasser mitnehmen? Ist aber in Österreich nicht üblich, dass ich selber meine Trinkflasche mitnehme. Wäre nicht erlaubt gewesen. Sondern sie entscheidet, wann ich Wasser bekomme und sie entscheidet, wann ich Wein bekomme. Und trotz vorher respektvoller Abklärung war es nicht möglich.
Und zwar gar nicht möglich. Übrigens, die anderen Gäste, denen ist es genauso gegangen, aber ich war nicht der Einzige. Und jetzt kann man sagen, okay, absolut strange, geht gar nicht. Aber was soll ich machen? Ich kann natürlich aufstehen und mir ein anderes Hotel suchen. Und das habe ich mir auch am ersten Abend überlegt. Aber dann denkst du halt, ist zu mühsam und ist eh nur 3 Tage und so schlimm wird es schon nicht sein. Doch, es ist schlimm, es ist noch schlimmer gekommen. Am letzten Tag noch, weil es mich wirklich so beeindruckt hat, am letzten Tag hat sich uns erklärt, es gibt zum Fleisch überhaupt nur eine Beilage und sie bestimmt die Beilage. Wow. Und das war ist keine Übertreibung, alles ganz wahr. Und sie hat dann gesagt, also sie hat heute beschlossen, es gibt als Beilage Salat, aber sonst nichts. Fleisch und Salat. Das war's. Habe ich gesagt, ich hätte ganz gerne noch irgendwie entweder Kartoffeln oder von mir aus ein Stück Brot. Nein, geht nicht. Oh mein Gott. Ich finde, das ist ein perfektes Beispiel dafür, dass Narzissten sich oftmals selbst ins Knie schießen mit ihrer Grandiosität und mit ihrem Ich werde bestimmen und das machen. Ihr Hotel wäre mit Sicherheit viel erfolgreicher, wenn man, also dass man das überhaupt sagen muss, aber wenn man selbst entscheiden könnte, was man isst, das ist ja wirklich absurd. Ja, ist auch Standard. Ich meine, der Gast ist König normalerweise, ja. Zumindest bin ich das so gewohnt. Ja, aber Und wenn. sie braucht diese Zufuhr, diese narzisstische Zufuhr. Nein, ich werde jetzt bestimmen und dadurch, und das passiert häufig, dass wenn man extrem narzisstisch ist, man zwar, ich sag mal, etwas Bestimmendes hat, was an sich ja wirklich ein Vorteil sein kann, wenn man es richtig benutzt, aber Narzissten benutzen das oft falsch und dadurch schießen sich absolut selbst ins Knie und könnten viel erfolgreicher sein in dem, was sie machen. Zum Beispiel, wenn sie diese Energie, die sie da am Gast ausnutzt, vielleicht mehr in die Struktur, in den Aufbau reinsetzt, in die Organisation einsetzt, vielleicht in den Perfektionismus, dass das Essen, was der vielleicht diese extreme Energie da reinsetzt, der Gast ist König und jetzt muss das Essen perfekt sein für den Gast. Da kann man ja die gleiche Energie ausüben, sage ich mal, aber zum Besseren, dass man auch wirklich langfristig selbst den eigenen Vorteil davon hat. Und Narzissten denken so kurzfristig, so unglaublich kurzfristig, anstatt zu denken, was wäre auch für mich persönlich langfristig sogar das Beste? Ja, also ich finde das wirklich wirklich extrem. Habe ich noch, ja, also mir fehlen die Worte, dass einem da Ich wirklich auch gesagt nicht, wird. ich auch nicht. Also mir haben auch die Worte gefehlt. Ich habe auch sowas noch nie erlebt, ja. Aber ich habe es wirklich erlebt, ja. Ja, Genau. ich Das glaube dir ist auf jeden Fall. unglaublich. Genau. War wirklich Ja. stark, ja. Starker Eindruck. Ich würde da einmal noch fragen, wann sollte ich besorgt sein, wenn ich meine eigene Veränderung, wenn ich die Veränderung meiner eigenen Person anschaue, wo soll ich sagen oder wo muss ich dann einmal sagen, okay, das hat sich bei mir verändert, jetzt muss ich vorsichtig sein, das ist für mich selbst nicht gesund, jetzt muss ich entweder raus oder genau schauen, wie kann ich die Zügel übernehmen. Ich würde 3 Dinge sagen. Das eine ist, wenn ich mich selber nicht mehr im Spiegel wiedererkenne und wenn ich sage, ich war früher ganz anders. Das zweite ist, wenn ich die Sehnsüchte, die ich früher hatte und die auch gute Sehnsüchte waren, einfach erledigt sind und ich diese Sehnsüchte gar nicht mehr habe, die gar nicht mehr im Blick sind, ich gar kein Interesse mehr habe, überhaupt Urlaub zu machen, weil mein narzisstischer Partner absolut keinen Urlaub will. Ich hab ein narzisstisches Paar, wo er beschlossen hat, ab seiner Berentung das Haus nicht mehr zu verlassen. Nix, nix. Er ist auch wirklich bis zu seinem Tod, er ist schon gestorben, nicht mehr aus dem Haus gegangen. Und seine Frau musste immer bei ihm bleiben. Ja, sie durfte einkaufen gehen, sie durfte kurz Erledigungen machen, aber sonst musste sie bei ihm bleiben. Es war ein unfreiwilliges Gefängnis ab der Berentung. Katastrophe. Und wenn ich merke, das sind keine übertriebenen Sehnsüchte, dass ich mal ein paar Tage irgendwo hinfahren will, ja, Tapetenwechsel, meine Kinder besuchen will, meine Erwachsenen, die in einer anderen Stadt wohnen, ja, war nicht möglich. Die Kinder durften besuchen, aber sie durften, also er ist sowieso nirgendwo hingefahren und sie durfte es aber auch nicht, ja. Und wenn das ist, dann muss ich mich fragen, bin ich dazu bereit, will ich das? Diese Frau war dazu bereit und hat
gehofft und gewartet, bis er stirbt. Ja. Ist Gott sei Dank vor ihr gestorben. Jetzt ist sie aber auch alt und schwach, ja, und kann nicht mehr so viel machen, leider. Ja. Okay, und das Dritte ist, wenn ich merke, ich wäre depressiv oder aggressiv. Das sind immer diese zwei Grundbewegungen. Wenn ich merke, es ist alles schon so, ich bin schon so ohnmächtig und es geht eh alles schon im Bach runter, es ist eh alles egal und ich wäre schon depressiv, dann ist Alarmzeichen, dass ich meine Persönlichkeit verändert habe wegen dem narzisstischen Partner. Oder ich wäre aggressiv, dass ich wegen kleinster Dinge anfange, mich aufzuregen und es wird eine Art Retourkutsche, ja? Wenn ich gebe dir genau alles, was du willst, auf den Millimeter, aber wehe, du machst einen Fehler, dann werde ich dir diesen Fehler brutalst hineinschwerfen, ja? Solche Dinge. Wenn man so dann ist, dann um Gottes Willen bitte raus aus diesem Wahnsinn. Ja? Das ist dann wirklich Auge um Auge, Zahn um Zahn und Steinchen gegen Steinchen und Stecknadel gegen Stecknadel. Furchtbar. Also wenn diese drei Dinge sind, holen Sie sich Hilfe. Ich bin jederzeit für Sie da. Der Marc ist jederzeit für Sie da. Es gibt auch noch einen kleinen Tipp. Die Homepage triggerfrei.at ist so ein 5-Schritte-Rettungsplan, wo Sie aus diesen emotionalen Missbrauchssituationen rauskommen können. Ist ja kostenfrei zum Download für Sie. triggerfrei.at. Und dann können Sie auch ein bisschen die Schritte nachvollziehen, ob ich da in einer Not drinnen bin, in einer Enge, in einem Gefängnis, in einem emotionalen Gefängnis oder nicht. Sehr gut, vielen Dank. Ich werde die Website auch nochmal verlinken in den Kommentaren. triggerfrei.at, falls jemand da mittendrin ist und sagt, ich brauche Hilfe, ich will hier raus, könnt ihr dann gerne auf den Link einmal draufklicken. Ist gratis, ja. Genau. Ja, Reinhard, vielen lieben Dank fürs Dasein. Heute war wirklich sehr interessant. Wir haben wirklich genau zum Punkt viele Sachen da beschrieben und ich glaube auch wirklich, ja, viele Informationen gegeben, die auch wirklich sehr hilfreich sein können. Das heißt, an dieser Stelle vielen lieben Dank fürs Dasein. An alle Zuschauer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant und lehrreich und dass ihr für euch etwas mitnehmen konntet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt stark und bis zum nächsten Mal.